Hallo, wir sind hier bei den Magma Vorführtagen mit Holzwerken TV und an der Bank jetzt Stefan Feichtinger, der uns zeigen wird, wie man eine Grünholzschale drechselt, so wie diese kleine schöne Ahornschale, die du gerade schon gedrechselt hast. Kannst du ein bisschen was erklären, warum Grünholz? Beim nassen Holz, grünen Holz, hat man einfach größere Stücke Rohmaterial zur Verfügung und der Kostenfaktor ist ein wesentlicher, dass man einfach günstig zu einem schönen Holz kommt. Die Problematik liegt nur darin, man muss dünn genug drechseln, dass es beim Trocknen nicht zerreißt. Aber man hat eben wesentlich größere Dimensionen, ein Stück Holz einfach zur Verfügung. Also man kann das jetzt nicht sehen, aber man kann es fühlen, das ist wirklich noch klatschnasses Holz. Diesen Block hast du gerade auch zugeschnitten, aus einem frisch gefällten Baum, ne? Ja, ist vorige Woche umgeschnitten worden. Vorige Woche, ja, okay. Also wirklich saftfrisch und man wird das gleich auch vielleicht sehen können in der Kamera, dass es wirklich spritzt. Sicher sogar. Gut, ja, dann leg einfach los und ich stehe hier neben dir und wir sprechen so ein bisschen im Prozess, wie du das so angehst. Und dann haben wir hinter eine Schale. Sehr schön. Okay. Ja, zu Beginn zeichnen wir einfach einmal die Mitte an. Spann dann die Schale auf dem Schraubenfutter auf. Gewicht hast du da jetzt, schätze ich mal, weiß nicht, 10, 15 Kilo auf der Bank? In etwa, schätze ich. Ja, würde ich schätzen. Ist nicht so schlimm. Das erste, einfach aus Sicherheitsgründen, es wäre nicht unbedingt notwendig, aber halte ich einfach mit dem Reitstock dagegen. Vor allem kann ich auch aus Rationalitätsgründen viel mehr Spann nehmen, wenn ich da sicherheitshalber dazu. Von der Geschwindigkeit her ist es so, dass ich prinzipiell immer einfach so langsam wie möglich beginne. Schalte mal die Maschine ein und dann schaue ich mal, was verträgt die Maschine, nachdem das Stück Holz einfach nicht wucht ist. So, fürs Erste, die groben Arbeiten, nehme ich eine Kältegrindröhre. Also das ist eine Röhre, die ist angeschliffen, so ähnlich Fingernagelanschliff, kann man so grob sagen. Ja, ist richtig. Also mit weit zurückgeschliffenen Flanken. Ist eher eine Röhre für schon geübtere Leute. Das Tolle daran ist, sie hat sehr viele Funktionen und man kann im Extremfall, so wie ich geschliffen habe, bis zu 3 cm Spann in einem Schneidvorgang nehmen. Das werden wir jetzt auch sehen. Nicht gleich zu Beginn, aber... Bin gespannt. Schaut man mal, dass man die unwuchten Kanten wegbringt mit etwas Gefühl. Zum Handauflage umstellen, wenn es noch nicht rund ist, schalte ich normal die Maschine aus. Damit du nicht reingerätst in den Drehbereich, ja. Jetzt haben wir schon runter. Da sieht man jetzt sehr schön, wie von der ganzen Flanke wirklich der Span runterkommt. Ne? Also die ganze Flanke der Röhre schneidet dann. Und der Spanabtrag ist echt enorm. Ne? Also man sieht es
schauen, dass rund wird. Was ich mag. So, jetzt müsste es mal rund sein, hoffe ich. Ist okay. Also wenn so kleine Reste noch stehen bleiben, ist nicht schlecht. Das drehen wir jetzt mit der Form weg. Ja. Jetzt machen wir mal die grobe Form. Wie gehst du da vor? Was überlegst du dir vorher, wenn du so einen Rolling grob rund hast? Ich bin überhaupt ein Typ, der eher für gerade, schlichte Formen ist, weil sie zeitloser sind. Ja. Und wenn eine Kurve drinnen ist, dann muss es eine Kurve mit Spannung sein. Das heißt, was macht eine Spannung aus? Spannung macht aus, zum Beispiel kriegt man Kurve mit Spannung, wenn man einen Strohhalm im Wind gebogen sieht. Mhm. Das ist eine Kurve mit Spannung. Oder wenn man irgendein dünnes Eisenmaterial nimmt und biegt, so wie die Kurve sich biegt, das ist eine natürliche Spannung. Okay, bin gespannt. Das ist eben der Vorteil dieser Röhre. Das ist enorm, ja. So, dann machen wir sie einmal grob den Sockel, wo wir die Schale dann im Futter aufnehmen. Das heißt, du misst jetzt erstmal dein Futter aus, um dann den Rezess andrehen zu können. Genau. Ja. Beim nassen Holz ist ganz wichtig, dass man immer die Flächen, die schon fertig sind, wirklich sauber geschnitten sind, weil einfach das Schleifen mit jeglichen Oberflächen, Schleifmitteln im nassen Holz problematisch ist, weil das Schleifmittel immer verklebt. Darum nehme ich da jetzt da gleich eine kleine Formröhre und schneide den Sockel mit einem perfekt ziehenden Schnitt, dass die Hirnholzflächen nicht ausgerissen sind. So, jetzt drehen wir uns nur mal die Form etwas genau an.
da jetzt genau auch in dem Bereich, wo später das Futter sitzt, wo du später nicht mehr sauber hinkommst. Ne? Genau. Da bist du jetzt richtig ordentlich sauber unterwegs. So, und jetzt machen wir mal eine saubere Oberfläche und nehme eigentlich eine ganz traditionelle Formröhre mit einem wirklich sauberen, ziehenden Schnitt am oberen Drittel. Also da peilst du jetzt wirklich einmal auch immer in aller Ruhe drüber, um halt die... Ob mir die Form gefällt. Um den Schwung auch nochmal richtig sehen zu können, so. In aller Ruhe. Ja. Die groben Arbeiten sind jetzt erledigt. Das heißt, die Außenform steht jetzt, oder erinnert sich nichts mehr dran? Man muss nur ein bisschen nachdrehen. Ah ja, okay. Und vor allem sieht man jetzt, jetzt habe ich den Reitstock weggegeben, jetzt läuft der Sockel nicht mehr ganz, das muss nur mal ganz zart nachgedreht werden. Das ist ein Glocker. Okay. Ja, man sieht's. Es läuft doch ziemlich unrund wieder. Und für den letzten feinen Schnitt nehme ich ganz gern herkömmliche Schalendrehröhren. Wo ich wirklich nur auf der seitlichen Flanke mit einem extrem ziehenden Schnitt nehmen wir die Außenform auch noch ein bisschen nachstellen. So, die Endform drehe ich dann wirklich oft ganz gern mit einer Schüsseldrehröhre ganz waagrecht. Die wenigsten Leute schneiden mit einer Schüsseldrehröhre in dieser Art. Ist aber ein extrem perfekt ziehender Schnitt. Und im Querwitz gibt es kaum ein Werkzeug, das auf der Außenseite diesen perfekten Einschnitt macht. Ja. Das ist für mich eine saubere Fläche. Ich akzeptiere die eine oder andere Drehspur nur eher. Dafür verzichte ich aufs Schleifen. Man darf ruhig sehen, dass es gedreht ist. Sehe ich auch so.